Mit einer Kanomaschine kann man mit dem maximal möglichen Wirkungsgrad Wärme in Arbeit umwandeln. Eine Kanomaschine kann aber nicht nur als Wärmekraftmaschine arbeiten, sondern auch als Wärmepumpe. Damit kann man dann mit möglichst geringer Arbeit Wärme von einer tiefen Temperatur zu einer hohen Temperatur pumpen. Eine solche Wärmepumpe ist in der nachfolgenden Aufgabe beschrieben. Eine Wärmepumpe nimmt bei 0 Grad eine Wärmemenge Q2 auf, transportiert diese auf ein Temperaturniveau 25 Grad und die Frage ist, wie groß ist der Wirkungsgrad und wie viel Arbeit benötige ich, um 500 kJ bei der höheren Temperatur an Wärme abzugeben. Wir haben hier praktisch einen Kühlschrank vor uns. Das Innere des Kühlschranks, das ist das tiefe Temperaturniveau T2. Die höhere Temperatur ist die Umgebungstemperatur des Kühlschranks T1. Hier haben wir ein schematisches Bild dieses Kühlschrankes. Wir sehen unten blau gezeichnet das tiefe Temperaturniveau, oben rot gezeichnet das rote Temperaturniveau. Wärme fließt von blau nach rot nicht freiwillig, sondern wir brauchen hier grün gezeichnet eine Arbeit. Die hohe Temperatur ist bei Carnot immer mit T1 gekennzeichnet. Selbstverständlich setzen wir die Werte in Kelvin ein. Und der Carnot'sche Wirkungsgrad, der maximale Wirkungsgrad, gilt nicht nur für eine Wärmekraftmaschine, sondern auch für eine Wärmepumpe. 1 minus tiefe Temperatur durch hohe Temperatur. Wir erhalten einen Wirkungsgrad von 0,0839. Bedeutet, wir brauchen, um 100% Wärme bei der hohen Temperatur abzugeben, 8,39% von dieser Wärme als Arbeit, damit es auch funktioniert. Wir können jetzt die Arbeit ausrechnen, die wir zum Beispiel benötigen, um eine Wärmemenge Q1 nach der hohen Temperatur zu pumpen. Wir erhalten eine Arbeit von 41,95 kJ positiv. Das bedeutet, diese Arbeit muss der Kanomaschine zugeführt werden, zum Beispiel als elektrische Arbeit. Die Energiebilanz nach dem ersten Hauptsatz ist sehr einfach. 100% werden an Temperatur T1 abgegeben. 91,61% werden von der tiefen Temperatur an Wärme aufgenommen und die restlichen 8,39% müssen wir als Arbeit der Kanomaschine zuführen.